Wir sind heute auf dem Deutschen Schulleiterkongress und sind verabredet mit Herrn Dr. Sven Bastio, dem geschäftsführenden Vorstand der, der Stiftung Jugend forscht. Hallo. Hallo. Schön, dass Sie da sind. Sie haben sich hier auf dem Deutschen Schulleiterkongress damit auseinandergesetzt, wie man mit Partnern aus Wirtschaft und Wissenschaft MINT-Talente fördern kann. Das heißt, Talente aus Mathematik, Informatik, jetzt muss ich mal Naturwissenschaften und Technik. Wie ist das denn? Wie trägt ein Wettbewerb wie Jugend forscht dazu zur Schulprofilbildung bei? Wir sind interessante Partner, wenn Schulen sich selbst ein MINT-Profil geben wollen. Denn mit Deutschlands bekanntestem und Europas erfolgreichstem Wettbewerb tragen wir eben dazu bei, dass MINT-Fächer in der Schule verankert werden und dass junge Menschen dafür begeistert werden. Wie begeistern Sie denn über den Wettbewerb hinaus die Schüler und Schülerinnen für MINT? Ja, nach dem Wettbewerb ist lange noch nicht Schluss. Das bedeutet, wir haben ein Alumni-Programm, mit dem wir auf allen Ausbildungs- und den ersten Karrierestufen die Jugendlichen begleiten. Das heißt, im Studium werden verschiedene Treffen organisiert, damit sie sich eben miteinander vernetzen können. Auch Personen, die also Auszubildende, sind sehr interessant für uns. Auch sie führen wir bis ins Berufsleben hinein. Und schließlich können also immer diejenigen, die eine Ausbildungsstufe weiter sind, die etwas Jüngeren coachen und begleiten. Jetzt ist Jugend forscht ja sehr auf die MINT-Fächer ausgerichtet. Was bedeutet denn Bildung im Allgemeinen für Jugend forscht und auch für Sie persönlich? Ja, Bildung ist der Schlüssel zur Zukunft. Die Jugend von heute, wie das immer so schön heißt, die wird unsere Zukunft gestalten, wird enorme Probleme lösen müssen. Und da müssen wir sie eigentlich optimal ausstatten mit allem Wissen, das wir ihnen nur vermitteln können. Und wir müssen ihnen Räume geben, dieses Wissen anzuwenden. Jetzt hängt gute Bildung ja auch maßgeblich von guten Lehrerinnen und Lehrern ab. Was für Eigenschaften sollte denn eine gute Lehrkraft Ihres Erachtens haben? Ja, sie sollte einerseits fachlich sehr fit sein. Das sind die Lehrkräfte zweifellos. Und ich denke, eine gute Lehrkraft muss sich auch ein Stück weit vom Lehrplan emanzipieren. Das bedeutet also, dass sie Unterricht selbst gestalten muss, die Gestaltung selbst in die Hand nehmen muss und mit Projekten wie Jugendforsch beispielsweise begabte Schüler auf den richtigen Weg bringen, mit außerschulischen Partnern vernetzen und sie so optimal individuell fördern. Gibt es denn Lehrer, die jetzt vielleicht aus Ihrer Schulzeit auch, die sowas gekonnt haben und die dann auch vielleicht einen deutschen Lehrerpreis verdient hätten? Zweifellos. Ich hatte eine Biologielehrerin beispielsweise, die meine Liebe zu Biologie erhalten und geweckt hat eigentlich sogar. Und es war eine strenge Lehrerin. Sie hat wahnsinnig viel verlangt. Sie hat genau gewusst, wo sie hin will mit der Klasse. Und dennoch hat sie es geschafft, die Begeisterung für die Biologie zu wecken und mich auf diesen Weg zu bringen. Prima. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sehr gerne.